Martina, du bist von der Deutschen Flugsicherung und hast uns gerade euer Projekt vorgestellt, wie ihr in diese Rolle der Flüchtlingshelfer reingekommen seid und was ihr getan habt. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, der erste, zweite, dritte Schritt, wie das war für unsere Zuhörer? Gerne. Wir sind zunächst gestartet damit, dass viele Mitarbeiter etwas tun wollten für Flüchtlinge. Und das waren sehr viele verschiedene Sachen. Dann hat unsere Geschäftsführung gesagt, wir müssen es koordinieren. Wir wollen auch etwas machen. Und dann kam ich als Flüchtlingsbeauftragte ins Spiel. Und wir haben gesagt, wir unterstützen zunächst akut dort, wo es gebraucht wird, mit Sachspenden. Wir unterstützen Flüchtlingsunterkünfte auch mit Aktionen, mit Musik, mit Spielen, mit Kinderwagen. Alles dort genau, wo es gebraucht wird. Und längerfristig organisieren wir uns in Richtung Integration in Arbeit. Dann hattest du in deinem Vortrag darüber berichtet oder du wurdest gefragt, was hat es denn eurem Unternehmen gebracht? Warum macht so ein Unternehmen das? Und das würde mich nochmal interessieren. Ich übergebe dir einfach mal, ja? Ja, danke. Also bei uns ist es so, wir haben eine Kooperation mit der Käthe-Kollwitz-Schule und haben dort Mentoren gesucht in unserem Unternehmen, die Schüler aus InteA-Klassen begleiten. Und wir haben jetzt zwei Staffeln gemacht mit diesen Mentoren und den Schülern aus InteA-Klassen. Und die Mentoren waren total begeistert, weil sie stolz waren auf ihr Unternehmen, das sowas unterstützt. Wir haben Auftaktveranstaltungen, wo auch unser Personaldirektor dabei war. Und wir haben auch Schulungen für die Mentoren angeboten. Und was auch ist, ja, die jungen Menschen, die Geflüchteten, haben Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze über uns bekommen. Und zeigen die dann auch eine besondere Dankbarkeit für diese Unterstützung? Nein. Ich denke, die sind ganz junge Menschen, die haben dann eine Beziehung zu ihrem Mentor entwickelt. Man trifft sich und man freut sich, dass man zusammenarbeitet. Aber ich würde auch keine besondere Dankbarkeit erwarten. Ich würde erwarten, dass man sich engagiert und sich bemüht, Deutsch zu lernen und mitzumachen. Und mehr ist auch nicht erforderlich. Und wie ist das jetzt so? Ist da die Motivation im Unternehmen noch da, weiterzumachen, sich ehrenamtlich zu engagieren oder gibt's da neue Pläne? Also ich denke insgesamt, wie in unserem Land insgesamt, ist dieses Thema Flüchtlinge nicht mehr so virulent, wie es vorher gewesen ist. Und man muss sich überlegen, Sachen zu integrieren. Das heißt, ich unterstütze nicht nur junge Geflüchtete, sondern überhaupt junge Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und auf der anderen Seite muss ich solche Programme in das integrieren, was es im Unternehmen schon gibt. Man kann sich beispielsweise überlegen, ob man das in Personalentwicklungskonzepte integriert, dass man angehende Führungskräfte auffordert, als Mentor zu arbeiten, dass man das als Teil macht von einem ganz normalen anderen Programm. Dankeschön. Ich danke auch. War eine tolle Veranstaltung.